Mahlzeit, Freunde. Ich muss hier mal noch schnell den Rechner anschalten. Oh. Und dann machen wir hier schnell ein kleines Spontan-Unboxing. Aber zuerst was trinken. Prost, Leute. Heute ist sowas von kalt im Schwarzwald im Juli. Eigentlich hätte man auf der Messe sagen müssen, da muss das Wasser am Arsch runterlaufen und du musst ständig kaltes Bier nicht reinschütten. Ich habe den ganzen Tag heiße Kaffee getrunken. Also für Juli, wenn da die Wetterfritzen wieder kommen am Jahresende und jammern, es war der wärmste Sommer aller Zeiten. Naja, finde ich auch. Cool. Warum habe ich hier eine Lapplander-Säge? Ganz einfach. Ich bin der Dennis und das ist eine Säge. Und hier habe ich Post bekommen vom Dennis, der sich sogar auch schreibt wie ich mit einem N. Und von dem kommt noch ein cooles Mora. Und dieses Mora und diese Säge, das gibt dann mal ein cooles Buschkrafter Einsteiger-Set. Oh, was nehmen wir denn da zum Abschneiden? Geil, oh, wir nehmen oh, das hier. Oh, ich konnte mich wieder mal nicht beherrschen. Ah, schön. Mm. Pius Lang hat richtig zwei schöne neue Taschenmesser-Serien aufgelegt. So geil. So, und vom Dennis kommt hier. Boah. Ja, der hat mich angeschrieben und hat gesagt, du, ich habe hier noch so ein Mora rumliegen, das brauche ich nicht mehr. Das schicke ich dir, damit kannst du doch sicher was anfangen. Boah, das ist ein richtig cooles. Das ist eins von der neuen Serie, die hatte ich noch nie. Oh, das werden wir doch nochmal genauer angucken. Cool. Das hat auch einen richtig guten, schönen Griff. Cool, mit ein bisschen Filework drin. Hallo Dennis, freut mich sehr, dass ich dir meinen Mora Pro S zuschicken konnte. Da ich noch genügend andere Messer habe und dieses Mora nicht mehr benötige, hoffe ich, dass ein anderer damit Freude haben wird. Grüße aus Augsburg, Dennis, genau. Und vom Dennis kommt dieses Teil und habe ich gedacht, weißt du was, ich habe noch eine Lapplander-Säge, die lege ich dazu. Das ist dann sowieso sozusagen das Dennis und Dennis Outdoor-Einsteiger-Set und da machen wir bestimmt mal eine geile Aktion, wo man das Set hier an irgendeinen Jungbuschkrafter-Nachwuchs abgeben können. Ne? Da ist dann auch immer so eine Geschichte, ne? Mit Taschengeld und so, vielleicht nicht immer so dicke. Ne? Und dann machen wir hier mal ein cooles Set mit Fixblade und Säge. Ne? Cool, Dennis. Geile Geschichte. Da machen wir mal ein cooles Buschkrafter-Einsteiger-Set daraus. So, das war das Teil. Super cooler kleiner Backlog-Folder von Pius Lang. Ja. Aber ein Messetag mit einem Messer geht nicht. Nee, Messetag braucht zwei Messer. Und hier noch wunderschöner Pius Lang Slipjoint-Folder. Den habe ich mir schon auf der Messe in Nürnberg angeschaut. Aber da habe ich mir gedacht, Nürnberg ist ja keine Verkaufsmesse. Nürnberg ist ja nur so eine Vorstellungsmesse. Und da habe ich gesagt, weißt du was, den kaufe ich dann auf der Messe in Eisenbach. Und ja, Chris konnte sich auch nicht zurückhalten, der musste sich dann auch noch so ein Teil holen. Ja, scharf ist es. Das ist der Hammer. Schweizermessershop.de. Gestern Nachmittag um 16 Uhr bestellt, heute Mittag um 12 Uhr. Sigi von der DHL schon mit dem Ding. Also, die liefern noch schneller als Amazon. Ne? Das ist hier so. Lieferung über Nacht. Ja, ich musste noch mal so ein paar Victorinox nachbestellen. Oh, Baby. Bitte schön. Oh, danke schön. Ja, noch einen heißen Tee. Das kann man momentan echt gut gebrauchen. Bei den klimatischen Bedingungen. Oh Mann, ich muss hier aufräumen, du. Geil. Visitenkärtchen. Kann ich mal die Post beilegen. Ja, Victorinox. Victorinox, Victorinox. Geile Geschichte. Zweimal Victorinox Ecoline, einmal Climber und Huntsman, beides Geschenke für Freunde und hier nochmal für meinen Kollege. Guck mal, Rainer, da kannst du dich am Montag schon drauf freuen. Dein Climber Gold ist da. Boah, Hammerlieferung, über Nacht. Und das Geile ist, er verpackt die ganzen Messer immer noch mal in wattierte Umschläge, ne? Und die sind noch alle original, ne? Kommt mir natürlich super gut, weil ich brauche immer wattierte Umschläge ohne Ende für meine Post.
So, jetzt müssen wir aber ans Video bearbeiten gehen. Bogenmesse, Tag 1, war richtig cool. So. Die Ausbeute war heute prima. Zwei wunderschöne Pius Langmesser. Okay, Leute. Schönen Abend noch und viel Spaß beim Deutschlandspiel. Ich werde es nicht gucken, ich habe keine Zeit. Ich muss Videos schneiden. Ciao, Leute, macht's gut.